Neulichen Aventurien, ein DSA-Fan-Podcast von und mit Juli Karls, MLB-Rookie, B-Boying, Mishka-RPG und der Koali. Folge 6: Sexualität, Liebe und Beziehung in das schwarze Auge. Heute mit dabei Rintaro, B-Boying und Jasmin Neitzel sowie der Koali. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, huhu, hier wieder beim Koali und zu einer neuen Folge Neulichen Aventurien. Heute geht es um Sexualität, Liebe und Beziehung in das schwarze Auge. Und heute mit dabei von der Stammcrew der Bio. Hallo, einen wunderschönen guten Schrumpf. Den kennt er ja schon. Und dann zwei Menschen, die er noch nicht kennt, nämlich einmal Rintaro. Der ist ein begeisterter Rollenspieler und Fan des Podcasts. Willkommen und hallo. Ja, und eine Person, über die ich mich besonders freue, dass sie zugesagt hat, nämlich Jasmin Neitzel, ehemalige Redakteurin und aktuelle Autorin für DSA bei Ulysses. Das ist so korrekt, ja. Ja, herzlich willkommen. Wir reden heute über Sexualität, Liebe, Beziehung und DSA. Das ist ja, eine Kombo, die ein bisschen Sprengstoff in sich birgt auf der einen Ende an dem einen oder anderen Spieltisch. Vor ein paar Jahren gab es ein umstrittenes Crowdfunding von Ulysses zum Regelwerk Wege der Vereinigung. Und ja, ich bin einer von denen, die dieses Regelwerk sich nicht gekauft haben zu Anfang. Jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich es mir dann irgendwie zugelegt, weil ich muss ja dann mal genau wissen, wovon ich rede. Aber ich habe immer gedacht, sowas brauche ich nicht für meine Spielrunde. Bei mir findet Sex und Sexualität und sowas immer hinter dem Vorhang statt und wird eh nicht angespielt. Von daher ist es für mich nicht wirklich relevant gewesen. Und ich habe immer gedacht, okay, das Regelwerk haben sie jetzt. Sex sells und so, sei Ulysses gegönnt. Aber dann habe ich einen anderen Podcast gesehen auf Twitch, wo Jasmin mitgemacht hat. Und da ging es ein bisschen um andere Sichtweisen auf dieses Regelwerk. Nämlich, ja, so ein bisschen die Beleuchtung, dass es halt auch spieltechnisch wirklich Mehrwert bietet. Mal sich darüber Gedanken zu machen, wie es denn um Sexualität, sexuelle Ausprägungen in Aventurien und bei den verschiedenen Völkern denn so ist. Ich fange vielleicht mal mit der Frage an für euch. Kennt ihr das Regelwerk? Habt ihr das zu Hause? Wie ist eure Meinung generell dazu? Fangen wir mit Rintaro mal an, als Gast. Ach, immer der als erstes hier sagt, ja. Du bist bei mir ganz oben hier. Ist schon mal richtig. Das ist schon mal in der Rangreihenfolge gut. Nein. Also ich habe das Regelwerk nicht. Ich habe es gelesen. Also nicht gelesen, angeschaut und teilweise gelesen und ansonsten Rezensionen geguckt. Im Internet, da gibt es ja mannigfaltige. Und ähnlich wie Koali habe ich halt auch gesagt, so von wegen, okay, gut, ich habe für viele Sachen Geld ausgegeben, aber das spare ich mir dann doch. Und einzig und allein aus dem Grund, weil ich eh zu 90% Rollenspielgruppen haben, wo Sex nicht so ausgespielt wird oder also eine Beziehungen schon, aber der Akt an sich oder sich da groß Gedanken drüber machen, ist halt dann auch irgendwie nie Thema gewesen oder nie. Ich habe auch nicht den Mehrwert davon jetzt gesehen, jetzt in einer Rollenspielrunde mit ein paar Freunden am Tisch oder auch online irgendein Liebesakt explizit auszuspielen. Genauso wenig, wie ich halt auch irgendwie Folterszenen nicht explizit ausspiele, wenn sie dann mal stattfinden. Dementsprechend habe ich es mir einfach gespart. Brauchen noch ein Regelwerk für Folter. Vielleicht die Wege der Dämonen oder sowas. Ich weiß es ja nicht. Da ist bestimmt noch was machbar. Ja, okay. Bio? Ja, gute Frage. Ich bin tatsächlich nicht so in dem Meta drinnen von DSA, also im Sinne von, welche Regelwerke kommen gerade raus und so weiter. Und mein erster Kontakt mit Wege der Vereinigung war, als ich den neuen Charakterbogen hatte und meinen Charakter bauen wollte und plötzlich bei den Vorteilen wirklich verwirrt war, weil ich wirklich gedacht habe, dass ich irgendwelche Fehler in dem Bogen drin hatte, weil da plötzlich ganz merkwürdige Sachen auftauchten. Und so kam ich dann so ein bisschen dazu, mich darüber zu informieren, was das denn zu bedeuten hätte.
Habe es mir dann tatsächlich nicht gekauft, habe immer so ein bisschen verfolgt, auch mal auf der Redcon reingeblättert. Ist so ein bisschen wie bei Rintaro gewesen. Ich habe einfach noch nicht so die Anwendung für mich jetzt gesehen. Finde es aber tatsächlich, nachdem ich mich jetzt mal in das Regelwiki reingelesen habe, sehr amüsant, was für Regelideen da doch mit einhergegangen sind. Und freue mich heute tatsächlich einfach noch ein bisschen mehr davon zu erfahren. Du hast ja gerade schon gesagt, verschiedene Perspektiven, mich da ein bisschen ja auch mal darauf einzulassen, mal andere Blickwinkel vielleicht noch einzunehmen, als das, was ich da jetzt aus meiner Sicht des Spielbogens quasi gehabt habe. Jasmin. Ja, ich bin natürlich nicht vollends unbefangen bei dem Produkt. Also ich habe das Crowdfunding betreut als Crowdfunding-Person zu dem Zeitpunkt. Also ich habe halt die Werbung gemacht und den Sex gesellt tatsächlich. Zum Zeitpunkt habe ich natürlich auch halt gegengelesen, Test gespielt. Ich war im Let's Play davon. Also ich habe das Ding tatsächlich in der Praxis verwendet und besitze es auch und habe es gelesen. Und das, wenn ich dazwischen springen darf, ja auch recht erfolgreich, ne? Das sind ja über 2000 Leute oder so, die da crowdgefundet haben. Das ging ja ziemlich durch die Decke, oder? Ja, das war zu dem Zeitpunkt das erfolgreichste deutsche Rollenspiel-Crowdfunding. Und es ist echt eine Weile geblieben, bis halt ein anderes DSA-Crowdfunding überholt hat. Ja, wenn man auf dem, also es gibt ja immer bei Regelwerken ja immer zwei Aspekte. Einmal den Fluff-Aspekt und einmal den Crunch-Aspekt. Für mich war jetzt in dieser Diskussion, die ich damals mitverfolgt habe, war es das Überraschendste, dass es tatsächlich auch im Crunch-Elementen, dass man da den Fluff, wie es bei DSA häufig ist, auch Fluff versteckt hat, so ein bisschen. Oder versucht hat, ihn einzuweben. Ja, nicht versteckt. DSA ist halt kein Universalregelwerk. Also genau, ja. Das schwarze Auge ist halt von seinen Regeln, von seiner Gestaltung immer mit Aventurien verknüpft. Also das DSA ohne Aventurien zu spielen oder ohne Dere ist halt bis zum gewissen Grad witzlos, weil die Regeln eben sehr explizit darauf aufgebaut sind, diese gewachsene Welt darzustellen. Und genauso ist halt eigentlich jedes Regelwerk ja damit verknüpft und ist nicht auf eine universelle Anwendung gedacht, sondern auf das Setting für das schwarze Auge mit Regeln zu versehen. Und da in dem Sinne ist natürlich jede Regel auch bis zu einem gewissen Grad eine Aussage über die Welt und bis zu einem gewissen Grad mit Fluff verbunden. Es gab ja quasi den Hammer, den die Leute rausgeholt haben, ja dann beim Auswürfeln der Penislänge und so, ne? Und bei dem bei den Vorteilen, glaube ich, irgendwie, dass das dann irgendwie so klassische üble Klischees bedient wurden, die nicht unbedingt gerade sehr, sehr freundlich waren. Kann man auch so sagen. Nee, also ich glaube, das sollte man auch direkt aussprechen. Die Tabelle war halt rassistisch. Ja. Das war halt ein unhinterfragter Witz. Das ist halt auch einfach ein Fehler gewesen in dem Regelwerk. Also ein Fehler in der Betrachtung und ein Fehler im Prozess der Gestaltung. Das ist halt, wenn ein Autor das reinschreibt, ja klar, das. Wir alle sind in einer rassistischen Gesellschaft aufgewachsen und haben halt auch über Humor, auch über unsere Umgebung halt einfach Sachen aufgenommen, die, wenn sie nicht hinterfragt werden, so in uns drin sind und die Gesellschaft halt für BIPOX, Schwarze und andere marginalisierte, durch ihre Hautfarbe marginalisierte Leute schwieriger zu bewohnen macht, sozusagen. Das ist, und da das hat das Buch leider durch diese Tabelle zu beigetragen, aber es war halt jetzt keine bewusste Entscheidung zu sagen, wir machen diesen Witz, auch wenn er rassistisch ist, sondern es war unhinterfragt. Und das wurde halt in der zweiten Auflage des Regelwerks entfernt. Also wir im PDF schon direkt, also wir haben es halt erratiert, wie wir auch andere Fehler erratieren würden. Also ich spreche jetzt von wir, weil ich damals bei Ulysses dabei war, jetzt bin ich nicht mehr fest angestellt, aber Ulysses-Spieler hat das erratiert aus der Entscheidung heraus, dass es ein Fehler war. Genau wie halt eben bei Ulysses-Spielen mittlerweile ein Sensitivity-Reading-Prozess etabliert ist, der eben Texte nochmal speziell nach, okay, sagen wir damit etwas, was wir gar nicht sagen wollen? Stoßen wir damit Gruppen vor den Kopf oder reproduzieren wir irgendwelche Ismen, die wir nicht reproduzieren wollen? Ist halt ein mittlerweile Teil des Lektoratsprozesses und ich bin mir sicher, dass die Kritik, die an Wege der Vereinigung geäußert wurde, in diesem Punkt zu Recht dazu beigetragen hat, diesen Prozess dann zu etablieren über halt die folgenden Jahre, weil... Spannend. Genau, das ist, also ich glaube, natürlich ist es scheiße, Fehler zu machen.
also, um weiterhin sehr, sehr direkt zu sein. Aber ja, man kann sich dann entschuldigen, aber so eine Entschuldigung wird ja nur glaubhaft, wenn man eben tatsächlich danach handelt. Und eben zum Beispiel Geld in die Hand nimmt, um Leute dafür zu bezahlen, dass sie ein Auge auf sowas haben, dass sich sowas ändert. Und das ist eben, ich habe da halt persönlich zu beigetragen, wie gesagt, nicht unbefangen, aber das ist etwas, was ich eben Ulysses Spiele beziehungsweise der Redaktion von Das Schwarze Auge anrechne, dass sie mit diesen Fehlern so umgehen, dass sie nicht die, ja, dann sind wir halt politisch unkorrekt Haltung eingehen, sondern die, ja, nee, das war ein Fehler und das wollen wir selber gar nicht. Und deswegen ändern wir es in der Zukunft und in der Neuauflage. Dass sie diesen Punkt, dass sie diesen Schritt gehen. Also ich finde auch, das ist, gerade wenn man an so prekäre Themen geht, auch wenn Sex oder Liebe an sich jetzt nicht unbedingt als prekär angesehen werden sollte, aber gerade wenn man als Verlag an sowas rangeht, kochen natürlich viele Gemüter sehr hoch. Wir sind in Europa groß geworden und die christliche Kirche ist da ja sehr weit vertreten und die hat ja teilweise auch immer noch sehr, sehr straighte Regeln, was jetzt auch gleichgeschlechtlich oder Andersartigkeit angeht. Und da ist halt viel in der Kultur einfach verankert, was natürlich auch so Gedankengänge, wo man sich wahrscheinlich jetzt so als Normalsterblicher und im normalen Gespräch gar keine Gedanken macht, obwohl man es vielleicht mittlerweile oder nicht nur vielleicht mittlerweile tun sollte, dann geht auch einem Verlag-Mitarbeiter sowas garantiert mal durch und der macht sich darüber keine Gedanken und denkt sich, ja klar, sicher, Dunkelhäutige haben größere Glieder, um im halbwegs vernünftigen Sprachgebrauch zu bleiben. Aber also wenn man, wie Jasmin schon gesagt hat, wenn der Verlag dann entsprechende Konsequenzen zieht, ist das meiner Meinung nach auch nur halb so wild, wenn das ernst nimmt. Was ich mich immer gefragt habe, ist, warum ist es überhaupt also rollenspieltechnisch relevant, Regeln, also eine Regeltabelle für Geschlechtsorgane zu haben? Also Jasmin hat ja eben schon, das waren irgendwie so Witze kamen ja da rein. Das ist ja auch im Hintergrund dieses ganzen Regelwerks, das als Witz gestartet ist, so als Ideenwitz gestartet ist ursprünglich mal, glaube ich. Soll ich die Entstehungsgeschichte kurz zusammenfassen, wenn du, oder ja, bist du gerade? Ja, ganz kurz. Also ich bin auch jetzt nicht so firm wie du, aber ich wollte es nur noch mal anwenden, weil das ist genau. Halt auch da vielleicht einen Ursprung hat, warum man sowas halt auch noch in diesem darin findet. Ne? Genau, das Ding hat angefangen, im Grunde, also über Schwarze Auge hat es eine große Tradition, April-Scherze rauszubringen mit so Ankündigungen, die für Bücher, die eh nicht kommen oder irgendwelche Witze und sowas. Und wegen der Vereinigung wurde zuerst als April-Scherz angekündigt. Und dann hat sich das verselbstständigt. Die Leute haben es halt gefordert, dass es mal kommt, also halb scherzhaft. Und dann eben mit dem neuen Mittel Crowdfunding und so haben wir gemacht, okay, ja, wir haben hier diese Kaiser Retro Box gemacht. Das war ja auch ein Produkt, der bis zu einem gewissen Grad ein Gag war, halt eben die Leute aus dem Let's Play aufgreifen und ihre halt sozusagen Marginalien-Kommentare in alte DSA-Abenteuer bringen und so ein bisschen den Trash-Faktor hochspielen, aber gleichzeitig gab es eben einfach die Retro-Box als ernsthaftes, wir bringen das wieder in Druck und die Leute können es lesen, wie es damals war. Produkt und das. Und wegen der Vereinigung hat sich ähnlich entwickelt. Es gab den Witz erst, also halt parallel zum ironischen Spielen von DSA 1 Abenteuern, halt einfach die ironische Betrachtung von, was wäre, wenn wir ein Regelwerk für Sex genauso verregeln, genauso ernst nehmen wie andere DSA-Regelwerke. Also warum nicht einfach, und DSA hat ja durchaus sehr, sehr tiefgehende Regeln für sehr vieles. Und einfach sozusagen mit derselben Tiefe gehen wir mal an Sex ran, aber offensichtlich ist es ein Thema, das man in gewissen Grad mit Augenzwinkern betrachtet. Man weiß halt auch, dass diese Prämisse für die meisten Spieltische eher hinreichend absurd ist. Es gibt natürlich welche, die darauf gewartet haben, aber für die meisten war es halt absurd. Aber es bringt halt auch nichts, ein Produkt rauszubringen, das nur ein Gag ist. So, das, also könnte man auch. Man könnte auch sagen, hier Sex sells und ihr kriegt einen Gag und das ist ist halt nur dieser Regelteil. Aber DSA ist halt eben auch eine tiefe Hintergrundwelt und in der spielt Sexualität, in der spielen Beziehungen, in der spielt Liebe eine Rolle. Und dann ist das doch die Gelegenheit dafür auch, dass ich auch mal Gedanken darüber zu machen, das im Setting zu schreiben. Und die Leute haben halt einfach eine Leidenschaft und Freude dafür entwickelt, sowohl die Leute, die es gecrowdfundet haben, als auch die AutorInnen. Und deswegen ist das Projekt immer dicker geworden, immer mehr Seiten sind entstanden. Also könnte man eigentlich auch, so wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sagen, es ist auch ein bisschen so eine humorvolle, ja nicht Selbstkritik, aber vielleicht auch so ein bisschen humorvoller Blick auf
DSA selbst und die Regelkultur mal ein Thema zu nehmen, das so abstrus ist, dass man sagt, dazu kann ich gar nicht Detail- und Fokusregeln machen. Und dann zu sagen, oh doch, ich kann und ich kann, wenn ich will, auch noch so machen, dass ihr in jeder Regel noch Aventurien wiederfindet, liebe Freunde. Was dem Ganzen schon wieder einen ganz anderen Touch gibt, ne? So das so zu sehen. Genau, also es sind immer noch funktionale Regeln, aber ich sag mal, eine Orgie unter Wege der Vereinigung zu spielen, ist halt ähnlich aufwendig wie ein DSA-4-Kampf zu spielen, weil so viele Sachen reinkommen. Das muss man wollen, aber es gibt Leute, die beides wollen. Ja, ich musste gerade echt schmunzeln und mir so ein bisschen Lachen verkneifen. So rein theoretisch kannst du eine schöne Orgie ordentlich auswürfeln, bist den ganzen Tag mit Würfeln beschäftigt, um zu gucken, ob du jemanden beglücken kannst oder ob du versagst. Patzer beim Anmachen oder sowas kann dann zu ganz anderen Konsequenzen führen als jetzt bei einer Attacke oder so. Ja, natürlich. Ja. Schöne Überlegung, ja. Die Würfelorgie. Es gibt eine Sexunfall-Tabelle da drin. Das ist, natürlich sind das Gags, aber. Ach, allein wegen der Sexunfall-Tabelle müsste ich mir das Regelwerk vielleicht doch nochmal holen. Genau, also der Regelteil, es gibt Sachen, die kannst du einfach verwenden, die sind cool und welche. Ich mache betörende Dinge und lenke Leute im Kampf ab. Das ist eine Fähigkeit, die ist nützlich, die kannst du einfach, wenn du einen betörnfokussierten Charakter spielst, überall einbringen. Oder dann halt eben Fokusregeln, die dir bei Erotikmassagen einen Bonus auf irgendeine Sexpraktik geben. Ja gut, die sind halt eher nischig, vielleicht kaufst du die dir nicht immer. Die Beschäftigung mit dem Thema Sexualität und gerade auch dieses leicht ironische und halt das, was Bio gerade so richtig so, ja, wir können da Regeln für schreiben, dann dazu geführt oder dazu geführt hat, dass man sich mit diesem Thema aber auch innerspielweltlich auseinandersetzen kann, weil es eben ein festes Regelkonstrukt dafür gibt. Ja, und DSA ist ja das klassische Barbie-Spiel. Also du baust deinen Charakter individuell, so wie du ihn haben willst und machst dir sehr viel Gedanken über seinen Hintergrund. Und ich sage mal, für sehr viele Leute ist ihre sexuelle Identität halt einfach ein Teil von ihrem Leben, das ihre Entscheidungen, ihre Wesensart, was auch immer beeinflusst, ihren Umgang mit Menschen. Und im Rollenspiel geht es ja sehr, sehr viel darum, mit anderen Figuren zu interagieren. Und warum machen wir uns nicht auch einfach mal Gedanken darüber, wie unsere Charakter zum Beispiel eben zur Sexualität stehen? Oder was sie sich für Liebe wünschen oder was ihr Typ ist, was auch immer. Das sind halt ja alles Sachen, über die man sich auch Gedanken machen kann und die man eben dadurch, dass diese Regelangebote da sind, vertiefen und auch mechanisch im Charakter verankern kann. Und wie es auch nicht notwendigerweise am Spieltisch jemals hilfreich wird, wenn dein Charakter die Sonderfähigkeit Deichbauer hat, gibt es ihm trotzdem halt eine Markierung. Er kommt aus Nostria und er hat dieses Handwerk gelernt. Und wenn einmal im Abenteuer das Spotlight kommt, dann freust du dich darüber, dass du Deichbauer bist. Aber und genauso kann das mit dem Erotikmasseur sein. Vielleicht ist das was niemals vorkommt, aber eventuell massiert dein Charakter mal jemanden erotisch und dann ist das eine Spotlight-Szene. Ja, vor allem, weil je mehr Gedanken man sich über einen Charakter macht, desto so einfacher und beziehungsweise desto vielschichtiger wird er ja auch. Ich meine, bei so One-Shots oder so, da braucht man sich jetzt nicht so viele Gedanken, um den Charakter zu machen. Leute, die viel Rollenspiel spielen, haben dann vielleicht schon eher schneller eine Idee. Aber für Leute, die jetzt wenig anfangen, ist das natürlich auch noch so ein Gedankenansporn, so von wegen, okay, worüber könnte ich mir noch Gedanken über den Charakter machen? Ich meine, vieles gibt Tiefe, ob du jetzt einem Charakter sagst, so von wegen, okay, der hat jetzt eine Lieblingsband, ja, und du kommst jetzt plötzlich in einen Smalltalk rein, wo es dann halt darum geht, hey, wir gehen jetzt zu der und der Band, und dann sagst du so von wegen, okay, das ist jetzt Schlagerband oder sowas, nee, ich stehe aber voll auf Metal, da will ich nicht hin. So, dann hast du direkt quasi so ein Fundament, auf dem du aufbauen kannst. Und das unterstützt natürlich das Wege der Vereinigung im gewissen Maße natürlich auch, dass man sich nochmal ein bisschen überlegt, okay, im Thema Liebe, da mache ich mir jetzt auch nochmal mehr Gedanken. Und wenn es wirklich nur der Typ ist, oder bin ich schwul, bin ich hetero oder bin ich was dazwischen, gibt natürlich mehr Tiefe im Charakter, bringt natürlich wieder was. Ja, und außerdem, warum sollte zum Beispiel Waffengewalt das Monopol auf Regeltiefe haben? Also gerade weil das schwarze Auge, wir haben Regeln für Crafting, wir haben Regeln für Tränke, für Pflanzen sammeln, für Haustiere zähmen, dann können wir auch Regeln für Sex haben. Es ist halt nicht weniger absurd, aber es zeigt eben, dass es auch in der Spielwelt nicht weniger wichtig ist als eben Waffengewalt zum Beispiel. Und es ist konsequent.
Und vor allen Dingen finde ich, Crunch-Elemente bringen immer eine gewisse Sicherheit ins Spiel hinein. Wenn ich genau weiß, es gibt für das eine oder das andere sichere Regeln, an die sich auch alle am Tisch ja geeinigt haben und die dann halt auch gespielt werden müssen, weil es halt zum Regelwerk dazu gehört, dann bin ich halt auch auf diesen Gebieten, die wir, wie wir am Anfang, Rintaro hat es, glaube ich, am Anfang gesagt, ein bisschen so schmuddelig oder vielleicht nicht so gesellschaftlich. So, ist halt noch immer ein Tabuthema, Sexualität, muss man ja mal irgendwie mit umgehen. Man hat da mal dann da trotzdem durch das Regelwerk einen sicheren Baustein, auf den man zurückgreifen kann, um es dann halt auch vielleicht auf eine Metaebene zu heben und nicht so immersiv werden zu lassen, dass Leute das vielleicht als anzüglich angegriffen fühlen. Ne? Ja, und wo wir in Crunch sind, eine Sicherheitsmechanik da drin ist auf jeden Fall. Das Ding hat Sicherheitsmechaniken für das Beschreiben von Sexszenen, die sich, wie man halt aus der größeren Rollenspielszene weiß, vielleicht auch fürs allgemeine Beschreiben halt lohnen. Zum Beispiel gibt es halt eben die immer die Möglichkeit, Nein zu sagen oder eine Szene zu beenden. Und das muss respektiert werden, ist Teil der Regel. Das ist halt wie eine X-Karte, die wir vielleicht aus anderen Rollenspielbereichen kennen und die eben auch für das schwarze Auge geht. Und man muss es ja nicht, das ist halt was, erstmal das Konzept Sicherheitstechniken erklären, finde ich gut. Und ein Kern der Mechanik für Sexualität ist, ja, abgesehen davon, dass man auswürfeln kann, wie gut man jetzt da drin ist. Das ist halt, wie gesagt, wir haben es ironisch gesagt, aber was ich sehr interessant und hilfreich finde, ist die Konsentmechanik da drin. Also sozusagen, wenn wir Charakter da zur Sache gehen lassen, dann ist das halt explizit so, dass Spielende nicht darüber kommunizieren sollen, was die Charakter machen und sozusagen, als ob sie Gedanken lesen können, machen sie das Richtige. So eine Szene kannst du auch beschreiben, natürlich. Wenn das deine Art von Erotik ist, aber prinzipiell ist es halt so gedacht, dass die Charakter untereinander über Konsent reden sollen in den Spielmechaniken. Wenn man die benutzt, dann sprechen sie darüber, was sie machen wollen, und dann schlägt, oder tun es halt auch nicht, und jeder Spielende schlägt dann praktisch eine Technik vor. Die sind auch so auf Karten, dass man sie auch verdeckt hinlegen kann. Und dann zum Beispiel gäbe es, man könnte halt Fesselspiele und Verbalerotik vorschlagen. Also jeder Spielende hat eine Karte hingelegt. Und wenn man sich auf eine einigen kann, dann wird das halt gemacht und dann kann man für diese Technik würfeln oder halt einfach die Szene beschreiben. Und wenn man sich nicht auf etwas einigen kann, dann haben sie entweder keinen Sex oder schlechten Sex, weil sie halt unterschiedliche Dinge wollen. Und ich finde diese Konsentmechanik sehr hilfreich. Zum einen, weil sie eben den Spielenden vermittelt, Konsent ist etwas, über das Charakter auch reden müssen, was nicht auf eine magische Weise passiert. Und eben, ja, dadurch, dass diese Karten existieren, macht es tatsächlich Vorschläge, was Charakter so tun könnten. Also es ist eine Inspirationsmechanik, wenn man die Karten vor sich sieht, was so passieren kann. Und es hilft zu kommunizieren. Und man kann halt auch sagen, okay, wir haben die Karten gezogen, wir wissen, was sie jetzt machen. Jetzt faden wir einfach raus und beschreiben das nicht im Detail. Also es ist ja immer noch die Möglichkeit, auch wenn man eine mechanische Entscheidung getroffen hat, oder wenn man diesen Konsent-Ding ausgespielt hat, muss man ja halt nicht das im minutiösen Detail beschreiben, sondern man kann ja jederzeit die Szene abblenden und weggehen oder was auch immer, wenn es halt wichtig ist, was sie tatsächlich jetzt machen. Sonst kann man auch vorher abblenden. Ja, genau. Also das fand ich halt auch einen sehr, sehr interessanten Aspekt daran, dass die Regelmechanik dich quasi, wenn man schon hinter den Vorhang geht, was man ja irgendwie machen kann, dann mit dieser Regel, mit diesem Regelwerk, dass man dann halt auch ein für mich durchaus durchdachtes System entwickelt hat, wie man das abbildet und wie man halt auch, wie du das eben schon sagtest, den Consent halt dann auch im Negativen halt spürbar macht, also regeltechnisch spürbar macht, ne? Also, ne? Und vielleicht ist das gar nicht so übel, sich damit mal spielerisch zu befassen. Ich finde, ist halt immer die Frage, wie viel steckt von dir selbst in deinem Charakter? Ne? Das ist ja so ein bisschen auch vielleicht dann auf die nächsten Themen, aber was ich total cool finde, jetzt so beim drüber nachdenken, dass du die Regeln hast und dir wirklich sagst, ich habe hier meinen Charakter und den lasse ich jetzt einfach Dinge ausprobieren, finde ich super spannend, auch im Sinne von Reflexion mal für sich selber zu überlegen. Auf der anderen Seite finde ich es dann aber auch schwierig,
Wenn du eben wieder den Fall hast, und das ist zumindest bei mir so, wenn ich mir DSA-Charaktere baue, dann ist das ein Prozess, der mich manchmal wochenlang beschäftigt und ich nicht schlafen kann, weil ich mir noch überlegen muss, baut er jetzt Deiche oder ist er vielleicht doch Dokumentenfälscher oder so. Und was ich damit sagen will, von mir steckt immer ganz viel mit in meinen Charakteren drin. Und das kann natürlich in so einem Moment auch schnell entweder dazu führen, dass ich, oder zumindest, ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, deswegen ist das jetzt nur meine graue Theorie, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich mich entweder damit überhaupt nicht identifizieren kann und es dann so ein bisschen ins für mich ja Lächerliche abdriftet, weil ich die Regeln, sage ich mal, so als Schutzschild für mich benutze und sage, ja, ist ja nur eine Karte, so nach dem Motto. Oder dass es eben genau andersrum ist und ich sage, oh ja, genau, Fesselspiele, da stehe ich doch eigentlich drauf. Und dann kann es irgendwie auch unangenehm werden. Zumindest würde ich mich unangenehm fühlen, wenn ich das Gefühl habe, der andere macht das jetzt nicht mehr nur aus Spiel, sondern irgendwie wird das gerade was ganz anderes. Ne? Das sind so Sachen, die mir gerade im Kopf rumgegangen sind. Ich weiß nicht, wie eure Meinung dazu ist. Würde mich interessieren. Ja, ich denke auch, dass diese Sache mit dem persönlichen Einbringen von sich selber halt immer sehr, sehr, das ist generell im Rollenspiel ja eine komplizierte Sache. Das muss man nicht unbedingt mit Sexualität zu tun haben. Aber gerade an der, weil es ja eben aus dieser Tabuzone kommt, halt, das macht man sich da angreifbar, wenn man sich da öffnet, ne? Aber wie du eben schon gesagt hast, wenn man es halt, du hast es jetzt lächerlich genannt, ich würde es halt eher sagen, es geht auf die, man zieht sich zurück auf so eine Metaebene, ne? Und hat dann halt, muss halt nicht in die Tiefe seiner Immersion hineintauchen. Man kann das machen. Vielleicht macht es das Gegenüber auch, aber man muss es halt nicht und kann sich halt auch komplett auf die, oh, hier spiele eine Karte, das ist wie ein Kartenspiel. So, und dann hat man aber ein Fundament, auf dem beide irgendwie bedient werden können. Oder du nutzt die Zurückzugstechnik und sagst, das möchte ich nicht machen, das geht natürlich immer, ne? Geht immer, aber ich glaube, in jedem Charakter oder in jedem Charakter, den wir spielen, zumindest kann ich das jetzt von mir natürlich nur sagen, aber es ist immer ein Teil von mir selber mit drin. Es ist egal, in welche Richtung das geht. Ich spiele in einem, also ich habe auch schon irgendwie einen Schwarzmagier aus Mürham gespielt oder so. Das war so mein erster Arschloch-Charakter, den ich mal ausprobieren wollte, um zu gucken, okay, wo man halt, also ich habe mit ihm so eine straighte Richtung gemacht, aber der würde auch so ein paar Tabus von mir jetzt auch nicht überschreiten. Also von daher, ich glaube, so ein Teil von einem ist immer da drin. Ansonsten, wenn man was ganz anderes, was so komplett von einem abgeht, spielen würde, dann hätte man auch nicht wirklich so richtig Spaß. Oder ich zumindest hätte da nicht so richtig Spaß. Ich möchte jetzt hier nicht für andere Leute reden, ja. Aber ich hätte da ein Problem mit. Und ja, ich kann auch, was Bio sagte, absolut nachvollziehen, wenn man jetzt wirklich in diese Liebe- und Sexrichtung angeht. Und das ist immer noch was Persönliches in unseren Reichweiten und auch, glaube ich, ziemlich weit verbreitet, dass, wenn es wirklich zu persönlich wird, ist es unangenehm, weil jeder Mensch hat ja irgendwie so einen Schutzmechanismus in sich, der dann sagt, hey, okay, bis hierhin ist meine Wohlfühlzone und ab da wird es schon wieder blöd. Und das ist gerade, was Sex ist, aber auch teilweise auch natürlich Gewalt und Folter, also der krasse Gegensatz davon gibt es natürlich. Also je mehr man sich an Extremen nähert, wobei ich es eigentlich auch schade finde, dass man jetzt Sex als extrem sieht, aber es ist ja teilweise leider so, kommst du natürlich, ist die Wahrscheinlichkeit immer höher, dass du in so eine Unwohlzone kommst. Dann ist halt natürlich immer gut und wichtig auch, dass man wirklich irgendwie Safe Word oder sich irgendwelche Zeichen überlegt, wo man sagt, okay, ich will jetzt hier abbrechen. Ja, auf jeden Fall Zustimmung zu dem. Und ja, das mit dem, ja, die Sicherheitsmechaniken schaffen, sich einen sicheren Raum schaffen, das ist hilfreich. Und ich würde halt auch sagen, das ist nichts, was du unabgesprochen machen solltest. Also meine Empfehlung ist, nee, also auch wenn ich jetzt positive Wege der Vereinigung rede, ist meine Empfehlung nicht, verwendet alle Regeln immer und sofort. Und ihr müsst auch Sexszenen jetzt, jedes Mal erkrankt, wenn es in der Story vorkommt, müsst ihr das jetzt ausführen. Das ist halt nicht was, ich glaube, das ist, was niemand sagt. Das ist auch nicht, aber es wäre ein Strohmann-Argument, überhaupt niemand würde es tun. Aber halt nur, muss halt mal gesagt haben. Man muss es nicht. Und ich glaube, dass eben man sich auch in der Gruppe bis zu einem gewissen Grad nach der, ich sag mal, nach der höchsten Hemmschwelle richten sollte. Also wenn jemand unangenehm ist, detailliert über Sex zu reden, dann sollte man das als Gruppe respektieren. Wenn es in der Gruppe darum gehen soll, dann ist es halt eben eventuell nicht der Pitch für diese Person und man spielt ein anderes Abenteuer oder eine andere Konstellation. Das ist ja alles möglich, aber ansonsten, wenn man halt eine bestehende Gruppe hat oder eine gründet und es einem erstmal ergebnisoffen egal ist,
dann ja die, ich würde sagen, immer die höchste Hemmschwelle, wo ich das einschränken würde, wäre zum Beispiel sowas wie, wenn jemand sagt, ich möchte nicht, dass du einen homosexuellen Charakter spielst. Weil das ist mir zu sexuell. Aber weil da kommt dann der Punkt so, ja, wo ist es denn sozusagen, warum ist das sexueller, als einen heterosexuellen Charakter zu spielen? Und da sehe ich dann halt eben andere Issues, die eventuell adressiert werden sollten, aber generell höchste Hemmschwelle. Da hat mich jetzt an was erinnert, was Jasmin gesagt hatte. Ich hatte mal einen homosexuellen Lieferanten, liebe Grüße an Max, falls er das irgendwann mal hören sollte. Der hatte mir mal gesagt, also ich kommuniziere echt gerne, also ich war bei einer Firma und er war halt Lieferant von uns und ey, du bist echt so mein Lieblingskunde. Ich so, was, warum? Also er war offen schwul, ja. Also man hat es auch angehört, er ist so ein bisschen in die Damenrichtung dann gegangen. Er meinte, man kann sich normal mit dir unterhalten. Ich so, warum soll man sich denn nicht normal mit dir unterhalten können? Ja, weil manche halt direkt irgendwie so ein bisschen zurückgezogen sind oder so. Ich glaube, die Angst einfach davor haben, oh mein Gott, der ist jetzt schwul und ich bin ein Mann. Das heißt, ich bin automatisch Beute und der hat automatisch Lust auf mich und ich muss mich jetzt dagegen erwehren, was totaler Schwachsinn ist. Ich hatte ihm darauf erwidert, so von wegen, hey, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Frauen stehen tendenziell nicht auf mich, warum sollen es Typen tun, so nach dem Motto. Ja. Ist natürlich jetzt wieder over the top, aber damit ist natürlich auch wieder dann Spannung rausgegangen. Aber ich glaube, das ist bei vielen Leuten so ein bisschen verwurzelt. Ja, genau, das ist mit dem, genau, man gibt eben was über sich preis, wenn man das tut. Und eben manche Identitäten sind halt, oder manche Neigungen, die man da äußert, sind halt auf eine Weise ja marginalisiert, also werden an den Rand gedrängt und sind eben mit Vorteil behaftet. Und ja, sozusagen, wenn man sich im Rollenspiel ja dazu etwas bekennt, auch wenn es nicht das ist, was der eigene, also nicht mal, wenn es nicht mal die eigene Neigung ist, aber man denkt sich einfach rein, weil es für den Charakter passt, dann sozusagen, ja, man offenbart halt sein Interesse daran, den Mitspielenden. Und an sich fände ich es schön, wenn Rollenspielrunden und Tische ein Raum sind, um auch Identität zu erkunden. Also wenn du sagen kannst, hey, vielleicht bist du als Mensch noch nicht an dem Punkt, wo du zu deiner Neigung, was auch immer die sein mag, stehen kannst, aber im Rollenspiel kannst du es einem Charakter geben, um einfach mal es auszuprobieren, genau wie halt ich als Transfrau habe halt durchaus im Rollenspiel weibliche Charakter gespielt und gemerkt, dass die mir näher sind als männliche bis zu einem gewissen Grad. Und es hat mir im Rollenspiel geholfen, meine Identität zu erkunden, um schließlich halt for real dazu stehen zu können. Also das Rollenspiel kann dann eine sehr mächtige Werkzeug sein, nicht, dass jede Person, die ein anderes Geschlecht im Rollenspiel spielt oder eine andere sexuelle Ausrichtung oder auf einen anderen Typ steht, in Wirklichkeit das tut. Das kann halt einfach ein Charakterdetail sein, das man sich ausgesucht hat, aber es kann eben auch ein Raum sein zum Erkunden. Und ich würde nichts, also ich würde mir wünschen, dass keins von beiden verurteilt wird und dass das Platz in Spielrunden hat. Und da sehe ich auch einen Wert in Wege der Vereinigung, in dem es sowas wie, was findet ein Charakter attraktiv? Auf die Ebene des Rollenspiels zieht, auf die Charakterebene zieht und gleichzeitig in der Welt Dinge normalisiert. Als wenn da gesagt wird, in Aventurien ist es okay, wenn Leute auf dasselbe Geschlecht wie sie selbst stehen. Das ist okay. Und das wird in der Welt akzeptiert. Wenn das ist dann halt einfach, dann kannst du einfach kanonisch sagen, hier, es ist okay, dass ich einen bisexuellen Charakter spiele. Das gibt dir die Wege der Vereinigung an die Hand und etabliert das als ein Fakt der Welt. Genauso wie eben verschiedene Neigungen in Aventurien existieren und auch konsensuell akzeptiert sind. Ist Wege der Vereinigung übrigens nicht das erste, aber es hat sehr viel zusammengetragen. Ich finde es ja sowieso spannend. Ich finde, der Bio hatte, glaube ich, im Voran hatte er schon gesagt, so von wegen, was wenig diskutiert wird, ist schon mal irgendwie oder nicht so häufig. Also Praius und Rondra sind natürlich immer ganz vorne mit dabei. Aber so Travia oder auch Raya sind so eher, werden so nebenher beigespielt. Und rein theoretisch müsste man sich ja in Aventurien ja auch denken, okay, es gibt da eine Raya-Kirche. Die hat sogar eine Hochburg in, ich glaube, Belhanka. Das heißt, Raya und deren Ausleben, klar, man kann es irgendwie als große Feierkirche nehmen oder böse Zungen halt aus, ja, ne, sind Raya-Geweihte jetzt quasi göttlich gesegnete Prostituierte. Da gibt es natürlich wieder Mannigfaltiges. Aber es gibt eine Kirche, die das lobpreist.
solange, also jeglicher sexueller Verkehr, egal mit wem, Hauptsache, es stimmen beide Parteien überein. Und das ist, wenn es eine Kirche ist, ist es ein Dogma, ist es eine Religion. Und dafür ist das, finde ich, teilweise das Thema in Aventurien und auch in den Abenteuern teilweise einfach viel zu wenig vertreten, weil es ist einer von 12 großen Kirchen, die herauspredigen, die Anhänger hat, wo es ja, glaube ich, mit den Rava-Kavalieren auch irgendwie eine eigene Ritter-Einheit gibt, wird das teilweise viel zu wenig beleuchtet und irgendwie auch in den Vordergrund gerückt, was ich zum Teil auch tatsächlich schade finde. Ja, also ich finde, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich habe mich mal versucht, dem zu nähern, weil es ist so dieses Klischee, ne? Also das, was du gerade gesagt hast, so sind Raja-Geweihte jetzt irgendwie, du hast es, glaube ich, gerade so formuliert, göttliche Prostituierte, Fragezeichen, ne? Und ich fand das total spannend, mal mich ein bisschen da reinzufuchsen und rauszubekommen, dass ich das immer falsch verstanden habe. Weil ich habe dann tatsächlich mal einen Raja-Geweihten gespielt, aber mit dem Hintergrund, dass Raja dafür da ist, dass die Menschen glücklich sein sollen. So wie sie eben Glück empfinden. Und da gehört natürlich Liebe dazu, da gehört natürlich auch Sexualität dazu, vielleicht auch ganz besonders, weil das eben ganz besonders glücklich machen kann. Aber da gehören auch viele andere schöne Dinge dazu. Und das ist eigentlich so die Aufgabe der Geweihten ist, den Menschen zu helfen, das zu finden. Und da sind wir jetzt vielleicht auch wieder bei diesem Wege der Vereinigung, ob das vielleicht, ne, das, und dieses Thema kann ich vielleicht auch durch Rollenspiel das machen. Und ich finde, in dem Moment bekommt diese ganze Raja-Kirche eine unglaubliche Tiefe, auch um das zu spielen. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, jemanden zu spielen, dessen göttliche Aufgabe, also der quasi von seinem Gott die Aufgabe gekriegt hat, geh nach da draußen und versuch den Menschen zu helfen, dass sie glücklicher sind in dem, was sie tun. Und ich finde, das ist ein unglaublich tolles Charakterkonzept. Die ganzen harten Powergamer, die können natürlich nichts mit dir anfangen, aber es ist so schön, ihnen zu sagen, ich will, dass du gegen ihn kämpfst, weil ich weiß, dass es dich glücklicher machen wird. Das macht so viel Spaß einfach und ich finde, das ist total toll, wirklich. Also wollte ich nur mal so hinausposaunen in die Welt. Spielt Raja-Geweihte. Versucht den Leuten Glück zu bringen. Es passt ja auch zu dem, was Jasmin gesagt hat, ne? Also das ist ja jetzt auf einem anderen Level etwas ausprobieren, ne? Also was man sich halt das kann man ja mit allem Möglichen machen im Rollenspiel, ne? Das ist, habe ich einmal einen Hardcore Novadi gespielt, ne? Irgendwie so richtig der komplett so ein Gott und alle 99 Gebote und so. Einfach mal um zu testen, wie ist das, wenn man total einen religiösen Fanatiker spielt? Und ich bin gescheitert mit dem Ding, weil es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht, ne? Aber ich hab's halt mal erfahren, wie es sich anfühlt, ne? Und dass es nicht zu mir passt so. Aber das ist halt ein Ausprobieren und genau das Gleiche ist irgendwie, wie kann ich Raja-Kirche oder Raja-Kirche darstellen und wie passt das für mich irgendwie zusammen in das Weltkonstrukt rein und so. Und dass ich eben nicht wie eine Dorfschlampe rüberkomme oder sonst irgendwie was, ne? Aber du bist halt okay mit der Dorfschlampe. Das ist halt, also. Oder so, ja, genau. Die Raja-Kirche ist halt hinzugehen und sagen, High Five. Lebt dein bestes Leben. Also das ist, wenn ihr, keine Ahnung, Sex Education ist ja nicht umsonst eine beliebte Serie. Da geht es ja auch im Grunde um jemanden, der rumgeht und Leuten sagt, dass sie sexpositiv ein gutes Leben haben können. Und das ist eine Rolle, die Raja-Geweihte haben können. Aber genauso eben halt Schönheit und Künste fördern oder einfach sehr, sehr gut mit Pferden umgehen können oder Wein. Also es kann halt eben so genauso ein Bruder-Tack-Typ, der einfach ein dicker, bäriger Bruder-Tack, der Wein kältert und Leuten Wein anbietet. Das ist halt so, kann genauso der Raja-Geweihte sein, wie eben die Verführerin, wie eben irgendeine Fekina-Mystikerin aus Fasar, die Raja Ushtama als Blutgöttin anbetet und auf einem Thron aus Riesenknochen sitzt und jede Sinneswahrnehmung erstmal als positiv wahrnimmt und sagt sozusagen, wir müssen alles von unserem Körper erkunden und ob das Schmerz ist oder Lust, das für Raja ist es egal, wir können aus allem was ziehen. Und halt so eine Sensualisten zu spielen, ist halt, könnte sich mit dem Bruder Tack sehen und beide so, ja, wenn es dich glücklich macht, dann folgst du Rajas Weg. Und dann sind sie zufrieden. Das ist eine gute Göttin. Ja, das ist ja ein weiteres Ding, was ich an dem Regelwerk halt auch so spannend finde, ist halt der Fluff-Aspekt. Da sind wir jetzt ja reingerutscht schon, ne? Und da sind wir ja schon ganz tief drin. Raja gegen Travia. Da hatte ich mir vorher, bevor es dieses Regelwerk gab,
und die Diskussionen darum, habe ich mir noch nie Gedanken darum gemacht, wie es eine Zwölf-Götter-Kirche, die ja ein großes Konstrukt geben soll, unter einen Hut bekommt, diese zwei, die eine Kirche Monogamie, die andere freie Liebe. Wie funktioniert das in einer dieser Konstruktion? Ne? Ich würde sagen, das funktioniert, indem die Kirchen sich gegenseitig als, das sind Bedürfnisse, die Menschen haben, anerkennen. Das sind Strukturen, die Leute brauchen oder nicht. Also es heißt nicht, dass Reihergeweihte keine Familie haben. Sie können es sogar als ein gewisses Grad, bis zu einem gewissen Grad als Opfer wahrnehmen, dass sie eben halt gewisse Sachen halt nicht so beschränken, sondern einfach teilen. Sie können aber einfach sagen, ja, das ist mein Naturell ist eher Raya zugeneigt und deswegen habe ich gar kein Problem damit. Oder sie sagen, ja, das eine ist halt der Dienst an meiner Göttin, aber ich habe halt trotzdem halt die romantische Liebe nur mit einer Person. Es gibt ja viele Aspekte, wo diese Sachen übereinstimmen können und genauso wenig wie Raya halt nur, ich sag mal, Sexarbeiterinnen sind, die in Karma bezahlt werden. Das stimmt ja nicht. Genauso wenig sind halt die Travia-Geweihten halt die absoluten Spießer, die alles verbieten wollen. Das ist halt immer noch eine Göttin. Es sind beides Göttinnen, die Liebe als Kernaspekte haben. Unterschiedliche Liebe. Das eine halt eher ja eine eventuell brennende, kurzzeitige Eros-artige Liebe. Die anderen eben Agape-Liebe, familiäres, lange monogame Bindung und sowas, aber ich glaube auch, dass eben, wenn jemand zum Travia-Tempel kommt und sozusagen erzählt, im Bett läuft es bei uns nicht, wir lieben uns sehr, sehr, aber wir kommen da einfach nicht mehr ein. Ich kann mir gut vorstellen, der Travia-Geweihte schickt sie zum Raya-Tempel und zu sagen so, hey, die wissen, wie man euch hilft. Und anstatt zu sagen, ja, dann Pech gehabt. Das finde ich auch schön, dass also die zwölf Götter, so unterschiedlich sie teilweise auch sind, aber sie schließen sich nie komplett in Gänze aus. Sie harmonisieren teilweise miteinander. Und wenn du jetzt so einen straighten Praios-Geweihten spielst oder so, der wird natürlich irgendwie einen Teufel tun und dich irgendwie zu Hesinde zwecks magischer Unterstützung schicken. Aber das ist halt das Schöne an Menschen. Die sind halt in unterschiedlichen Facetten da und einige Aspekte sind mehr ausgeprägt und andere weniger. Deswegen ist die Überlegung mit der Travia-Geweihte schickt das Paar zur Raya-Geweihten, um vielleicht so ein irgendwie etwas zu entkalken. Ist das jetzt so metaphorisch gesprochen? Ist ja auch egal. Dann ist das natürlich schön und so können sich die Kirchen untereinander auch unterstützen und ergänzen sich dadurch ja auch durchaus. Das heißt ja nicht, dass die eine Kirche die andere ausschließt, nur weil du der einen eher zugeneigt bist als der anderen. Ja. Und sie haben ja auch so viele Gemeinsamkeiten. Aber da kommen wir vielleicht ein andermal zu. Lohnt sich auf jeden Fall, die Götter auch mal separat mal zu begutachten, ja, genau. Ich würde vielleicht für diese Folge hier heute nochmal eine Abschlussfrage an euch dann stellen. Jetzt, wo wir ein bisschen sehr, sehr stark über den Crunch-Teil auch geredet haben, über die Historie von diesem Wege der Vereinigungsding und auch einen kleinen Abstecher in den Fluff gemacht haben. Rintaro und Bio, ihr wart ja vor unserem Gespräch jetzt so irgendwie so, das Regelwerk brauche ich eigentlich nicht. Seid ihr jetzt danach, wo ihr jetzt ein bisschen drüber nachgedacht habt, so im Talk, seid ihr ein bisschen offener jetzt? Und wo seht ihr jetzt Anwendungsbereiche, wenn ihr an eure Spielrunden denkt? Also mir fallen spontan zwar ein, die Runde, die ich im Moment leite, da passiert das sowieso ständig. Da bin ich auch sehr froh, dass ich da einfach Spieler und Spielerinnen habe, die das auch ohne Wege der Vereinigung schon super einfach integriert haben in ihr Spiel und auf einer sehr natürlichen, unkomplizierten Ebene. Ich würde es mir tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich es mir kaufen würde, je nachdem, wie viel es kostet, aber ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren, gerne mal eine Runde zu spielen, wo ich wirklich ein Abenteuer designe, was richtig hardcore nur auf Auswürfeln von irgendeiner Quest geht, die du nur so lösen kannst. Und wirklich so richtiges Powergaming mit diesem Regelwerk zu machen. Ich glaube, das könnte richtig, richtig witzig sein. Wo ich gerade noch für mich selber als Spieler gesagt habe, wo ich das mal nutzen will, ich habe mir mal die Vor- und Nachteile angeguckt und ich glaube, alleine damit kannst du einem Charakter schon das gewisse Etwas noch mitgeben. Und wenn man das so richtig rüberbringt, das ist auf jeden Fall auch was ich für mich persönlich da mitnehme. Also definitiv ja.
ich war vorher ja schon nicht komplett abgeneigt, was das Regelwerk angeht. Ich habe ihm halt noch nicht wirklich eine Chance gehabt, es wirken zu lassen, beziehungsweise mir da ernsthaft drüber Gedanken gemacht. Da mache ich mir jetzt gerne nochmal drüber Gedanken, und Jasmin hat ja auch schon ein paar sehr schöne Sachen gesagt, und auch gerade wenn du so ein bisschen Gedankengänge nachvollziehen kannst. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich es mir tatsächlich irgendwann zulege oder kaufen werde. Aber allein das Aspekt Liebe und durchaus auch Sexualität irgendwie mal ein bisschen, vielleicht wenn ein Abenteuer passt oder so, vielleicht ein wenig in den Vordergrund zu schicken, was teilweise in Gruppen bei mir auch schon der Fall war. Gerade wenn man irgendwie an die Erzdämonen geht irgendwie und dann fängt so irgendwie so eine Liebesabenteuer an und merkst dann plötzlich, oh scheiße, du huldigst ja gerade irgendwie doch keinem göttlichen Wesen, sondern was anderem. Darf man sowas sagen hier? Ich weiß es nicht. Ganz Bekele ruhig aussprechen. Nee, ich dachte eher, dass das andere Wort, aber ist egal. Ich denke, mal abgesehen davon bin ich auch zum Teil, weil Koali mir tatsächlich diesen Anstoß gegeben hat, so ein bisschen vom Würfeln abgekommen. Also ich habe ja auch andere Runden, die ich auch selber leite. Und ich lasse die wirklich nur noch ganz, also ich nutze noch Würfeln und in manchen Situationen lasse ich auch Würfeln. Aber ich hoffe, oder glücklicherweise habe ich auch oft Spieler, die das so sehen, die so ein bisschen auf gesunden Menschenverstand gehen und denken so von wegen, okay, ich bin jetzt irgendwie der Supersportler, ich hechte da eben über die Hecke oder über den Zaun, dann lasse ich sie halt über die Hecke hechten und oder über den Zaun oder werde auch einen Teufel tun und einen Elfen drauf würfeln lassen, ob er auf den Baum klettern kann oder nicht. Und von daher brauche ich diesen Regelzweig nicht. Aber ich glaube, um sich Ideen zu holen, ich glaube, dafür kann das Regelwerk oder beziehungsweise das Buch durchaus dienen. Meine Frage an Jasmin für diese Stelle wäre ein bisschen anders geartet, weil du ja irgendwie so ein bisschen ja befangen bist, hast ja am Anfang ja gesagt. Meine Frage an dich für den Abschluss wäre gewesen oder ist, welche Möglichkeiten, denkst du, hat das Regelwerk ausgelassen, um das ein bisschen aus dieser Schmuddelecke rauszuholen und vielleicht damit es nicht diese Keule abgekriegt hätte? Ja, wie gesagt, Sensitivity Reading wurde nicht gemacht, was bei so einem Werk jetzt rückblickend, aber es ist halt auch schon ein paar Jahre her, mittlerweile ist es etablierter, auch in der Fantastik-Szene, aber ja, ein Sensitivity Reading hätte dem Werk gut getan. Ich glaube, das ist jetzt, was ich rückblickend sagen würde, was sich hätte ändern können. Die Schmuddelecke, so wie das Marketing aufgezogen war, so wie das Buch aufgezogen war, wie in seiner Entstehungsgeschichte, war nicht zu vermeiden, aber hat auch Spaß gemacht zu crowdfunden. Also die Crowdfunding-Kampagne war für alle Leute, die daran beteiligt waren, ein Erlebnis. Und ich würde es nicht missen wollen, das so gemacht zu haben. Also man hätte natürlich es ganz anders pitchen können, aber ich sehe nicht, warum das, ich bereue, was jetzt das Marketing angeht, nicht wirklich was, wie gesagt, Sensitivity Reading würde ich anders machen, aber ich glaube, das Buch hat halt auch seine Verbreitung gefunden, das Buch hat seine Fans gefunden, das Buch hat seine KritikerInnen gefunden und beides ist okay, es ist ja auch keine Verkaufsveranstaltung für die Führer, also ihr kauft euch das Buch, wenn es euch interessiert, aber es ist auch okay, wenn ihr es nicht kauft, weil es euch nicht interessiert oder weil ihr es nicht lesen wollt, ich meine, das ist ja ja, genau. Es ist halt ein Buch, das existiert und wie alle anderen Sachen ist es optional. Genau, also ihr müsst ja auch die Havena-Sachen nicht kaufen, wenn ihr da überhaupt keinen Bock habt, in Havena zu spielen. Ja. Wobei Havena eine tolle Stadt ist. Ja, ich würde sagen, wir cutten für heute an dieser Stelle mal und ich lade euch gerne noch zu einem weiteren Teil ein, weil es über das Thema noch so viel andere Sachen zu erzählen geht. Wir haben ja einen kleinen Abstecher in den Fluff gemacht mit Raja und Travia. Da gibt's noch einige andere Sachen, die man bestimmt noch ein bisschen vertiefen kann und wo wenn uns die Thematik dann ein bisschen wegführt vom Wege der Vereinigung hin zu den Tiefen des aventurischen Fluffs vielleicht ein bisschen oder zu den möglichen Spieltipps für SpielleiterInnen und SpielerInnen. Das machen wir dann im Teil 2. Also freut euch, dass es noch einen zweiten Teil dann von dieser Episode gibt. Und falls ihr Fragen oder Anregungen habt, irgendwie, die euch noch zu dem Thematik einfallen, dann lasst es uns gerne wissen. Ihr könnt uns immer eine E-Mail schreiben, die Kontaktdaten sind immer verlinkt in den Folgen.
Oder ihr, wenn ihr das auf YouTube schaut oder hört, dann könnt ihr natürlich auch die Kommentarsektion benutzen. Ja, und am Ende angekommen, schalten wir immer ganz gerne noch einen Werbeblock. Denn Jasmin hat ja auch einen wunderschönen Podcast. Magst du noch mal dick die Werbetrommel rühren für deine Sachen? Ja, sehr gerne. Ja, ich habe zusammen mit meiner guten Freundin Serena einen Podcast namens Nerd ist ihr Hobby. Und dort sprechen wir auch über Rollenspiel, aber eben in der Intersektion mit queeren Themen. Und ja, auch BDSM-Kink-Zeug kommt oft vor. Es gibt erstaunlich viele Überschneidungen, was man ansprechen kann. Wir hatten heute schon Konsent- und Sicherheitstechniken. Da können beide Bereiche voneinander lernen, genauso wie Immersion und so weiter. Und ja, wie marginalisierte Identitäten im Rollenspiel vorkommen, hatten wir heute auch schon. Also ähnliche Themen behandeln wir dort seit mittlerweile 50 Folgen ziemlich in Tiefe. Ja, verlinke ich euch natürlich auch, damit ihr das auch richtig gut finden könnt. Ja, den Kanal von Bio kennt ihr bestimmt auch schon. Bio, was, du warst ein bisschen still in letzter Zeit. Kommt denn da jetzt bald mal wieder was? Ich weiß es nicht. Ich hoffe schon. Aber auf jeden Fall nehme ich heute sehr viele Eindrücke mit und sehr viel neue Ideen, muss ich auch sagen, was ich gerne mal ausprobieren möchte. Und das heißt, ich wünsche es mir, dass dieses Jahr noch mal was passiert. Das ist nochmal ein Wort. Der Rentaro hat zwar einen Kanal, aber da findet man nicht so viel Inhalt, hast du mir gesagt? Nee, das ist nur so ein Sammelsurium für mich. Also da ist nichts Erwähnenswertes drin. Da gibt es irgendwie, ich spiele bei der Andi unter anderem online regelmäßig, aber die landen halt auf meinem Konto. Also von daher ist da nicht großartig erwähnenswert. Dann nimm den Plot ruhig für die anderen beiden. Oder für dich, weil der Koali hat nämlich auch ganz viel tollen Rollenspielkram. Wir nehmen uns ja nichts gegenseitig weg. Also das Zeug, was wir fabrizieren, das bleibt ja alles, Gott sei Dank. Und es gibt, glaube ich, gar nicht so viel Zeit, dass man alles irgendwie konsumieren könnte. Ja, wie ist denn bei dir, Koali? Sieht man Wege der Vereinigung demnächst auf deinem Kanal? Ich fürchte, dass man die Regelaspekte an von Büchern generell bei mir auf dem Kanal und in den Runden nicht sieht. Und ich würde von mir behaupten, dass ich den Schleier über sexuelle Themen immer lieber ziehe, weil die Runden, die ich spiele, sehr, sehr immersiv sind und ich selber mich als Spielleiter bei der Thematik nicht sonderlich wohlfühle. Und Publikum macht echt einen Unterschied. Das absolut. Ist auch. Und in dem Job, in dem ich arbeite, wäre es auch schlecht, wenn dann irgendwie bestimmte Sachen irgendwie hinaus. Aber ich denke, so der ein oder andere Fluff-Aspekt aus diesem Bereich bereichert durchaus Themenfindungen und Plotstränge, die so sich realisieren lassen. Also ich nehme da sehr, sehr viel Fluff-Zeug mit aus diesem Band und halt auch so Meta-Sachen, die durchaus das Spiel in der Runden, die ich jetzt irgendwie habe, durchaus bereichern, glaube ich, ja. Ja, gut. Dann vielen, vielen Dank euch, dass ihr hier dabei wart. Und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns gerne irgendwie eine Rückmeldung da, wenn ihr da Lust drauf habt. Und bis zum nächsten Mal bei Neulichen Amiturien. Tschüss. Tschüssi. Bye.